Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Tom Friedländer und willkommen beim Lunch and Learn auf der Online-Event-Expo 21/22 von Karin Burger, Team Karin Burger und Friends. Und wir machen heute Lunch and Learn und wir haben wunderbare Gäste da. Und bevor wir die begrüßen, gibt es von mir noch ein bisschen Musik auf die Ohren. Und falls Sie sich schon im Chat befinden, dann schreiben Sie doch bitte fleißig in den Chat hinein und wünschen einen guten Tag allen anderen, die da sind, oder wünschen sich ein Lied. Oh, when I wake up in the morning, love. Oh, the sunlight hurt my ears, and it's something without one in love. Oh, it weighs heavy on my mind. And then I look at you, when the world's alright with me. And then I look at you, and you know it's gonna be a lovely day, lovely day, lovely day, it's a lovely day, lovely day. Oh, it's gonna be a lovely day. So, einen wunderschönen guten Tag an alle, die da sind. Mein Name ist Tom Friedländer und ich heiße Sie herzlich willkommen bei unserem Lunch and Learn heute auf der Online-Event-Expo von Team Karin Burger und Friends. Alle, die schon im Chat sind, falls irgendwer schon im Chat ist, sagt doch mal guten Morgen, sagt doch mal Hallo. Und sagt mir noch mal, wo ihr seid, damit ich überhaupt mal weiß, wer hier alles ist und wo ihr seid. Thorsten ist da und sagt Hallo und ist in Berlin. Das ist schön. Sehr gut. Hallo nach Berlin von Düsseldorf. Ich sitze mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Ist ganz schön hier tatsächlich. Oh, when I wake up in the morning, Katja ist in the world. Sehr gut. Oh, it's something without one in love that weighs heavy on my mind. And then I look at you, and the world's so right with me. And just one look at you, and you know it's gonna be a lovely day, oh lovely day, lovely day, it's a lovely day. Oh, it's gonna be, oh, it's gonna be a lovely day, oh, it's gonna be. Wir haben mittlerweile 11.57 Uhr. Karin aus München wünscht sich Summertime. Summertime für die liebe Karin. Das kriegen wir doch hin. Wunderbar. Wir haben mittlerweile 11.57 Uhr, das heißt, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Dann geht es auch schon offiziell los. Ganze 2,5 Minuten noch. Und falls Sie sich wundern, warum guckt der liebe Mensch so nach, von Ihrer Seite aus gesehen, links, da steht mein iPad. Und mein iPad kann eine Sache viel, viel besser als ich. Und das ist, sich Texte merken. Texte sind für mich immer furchtbar. Die Musik, die kriege ich immer irgendwie hin. Aber Texte ist eindeutig mein iPad viel, viel besser als ich. Herzlich willkommen für alle, die gerade eingeschaltet haben beim Lunch and Learn heute am 27. Oktober. Schön, dass Sie da sind und wir machen sofort oder fangen sofort an um 12 Uhr. Das sind 2 Minuten und bis dahin gibt es so ein bisschen Musik von mir auf die Ohren. Und Sabine ist auch da. Hallo, hallo Sabine. Summertime. And the living is easy.
Fish are jumping. Oh, and the cotton is so high. Your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby. Don't you cry. So hush, little baby. Don't you cry. Genau, Punkt 12 Uhr. Willkommen zu unserem Landgentlern und ich schalte zu unserer Moderatorin. Katja. Katja. Hallo, lieber Tom. Hallo, liebe Gäste. Hallo. Hallo, liebe Menschen da draußen in der Welt. Sie wissen, das Lunch-and-Learn-Format vom Team Karin Burger, das gibt es schon seit ein paar Jahren. Und wir haben uns für den heutigen Tag einen ganz besonderen Themenkreis vorgenommen. Das Thema haben wir allgemein genannt, Money Makes the World Go Round. Und wenn wir von Round reden im Team Karin Burger, dann soll das heute ganz besonders heißen, Money makes the world go green. Und diese Mischung aus ökologischen Aspekten und ökonomischen Aspekten, also auch zu sagen, wie kann ich denn mit wirklich nachhaltigem Investieren auch am Ende Profit generieren, damit das Geld der Deutschen nicht nur auf den Sparkonten vergammelt im wahrsten Sinne. Darum soll es in den nächsten 60 Minuten gehen. Mein Name ist Katja Schleicher, ich bin Kommunikationstrainerin, Keynote-Speaker zum Thema Kommunikation und darf beim Team Karin Burger ganz viele dieser und andere Veranstaltungen moderieren. Das ganz kurz, alle Gäste, die Sie heute hier bei uns sehen, die können Sie auch für Ihre eigenen Veranstaltungen beim Team Karin Burger buchen. Bevor ich meine drei Gäste vorstelle, einen etwas später, zwei am Anfang, Sandra Navidi von Beyond Global und Professor Marcel Fratscher, den Chef des DIW, will ich noch ganz kurz mit Karin Burger, der Erfinderin und der Gründerin dieses Formates, sprechen. Wir haben ja das Lunch and Learn Format in der Pandemie quasi etabliert. Es gab vorher schon ein Präsenz-Alumni. So ist das mal entstanden aus deiner Uni, nämlich der Uni Passau, liebe Karin. Was ist für dich heute so quasi prä-postpandemisch der wichtigste Aspekt, wenn du in diese Lunch and Learn Formate gehst? Prä-postpandemisch, mein Gehirn läuft gerade durch dieses Wort, was du gerade kreiert hast. Ne? Grüß dich, Katja. Schön, dich zu sehen. Hallo. Wir sehen uns nicht so oft persönlich, aber ich finde es toll. Was ist mir wichtig mit meinen Lunch-and-Learn-Formaten? Ich möchte Themen in die Welt bringen mit klugen Köpfen, die uns allen helfen, das zu begreifen und zu handeln, was in der Welt gerade los ist. Und wenn wir eines gelernt haben, schon immer ist es, dass wir haben Geld, was Geld ist Energie und mit der Energie kann man die Welt verändern. Und wenn wir unser Geld richtig investieren, dann können wir diesem Planeten was Gutes tun. Und ich möchte heute einfach von den Klügsten lernen, wie wir das machen können. Das tun wir nicht nur in diesem Lunch and Learn Format, das tun wir bei allen anderen. Herzlichen Dank, Karin, du bist die ganze Zeit bei uns. Du bist im Chat für alle die, die sich mit dir austauschen wollen. Und nachher übrigens auf WonderMe, also das ist diese Plattform, auf der man noch ein bisschen quasi den Lunch verlängern kann und aus dem Lunch and Learn ein Lunch and Talk machen kann. Bevor ich meine beiden ersten Gäste vorstelle und den dritten dann etwas später dazu hole, noch ein paar Worte zum technischen Setup. Beim Team Karin Burger arbeiten wir immer mit einem ganz, ganz großen Besteck. Das heißt also, wir haben technisch alles wirklich richtig im Griff. Und dafür sorgt in erster Instanz Thorsten Jekyll mit seinem Team, mit Emanuel Koch ganz häufig in der Regie. Der Thorsten hat also unter anderem über Rumble einen Chat aufgesetzt, in dem Sie bitte sehr, sehr gerne Ihre Fragen stellen können. Sie sehen auch diesen wunderbaren Event-Expo-Hintergrund. Thorsten kann uns mal ein kleines Stückchen mitnehmen über die Event-Expo, wo wir vom Team Karin Burger Online-Sachen machen für Sie, hybrid. Aber natürlich sind wir auch in Präsenz für Sie da. Das ist klar. Was immer Ihnen so in den Sinn kommt, das dürfen Sie gerne bei der Karin abladen im wahrsten Sinne des Wortes und daraus werden dann wundervolle Events kreiert in allen Dingen. Zusätzlich dazu, das ist auch etwas Besonderes bei uns,
haben wir jemanden eben, den Sie haben ihn vielleicht schon im Vorfeld gesehen, vor allem aber gehört. Bei uns ist Musik ganz wichtig und Kunst. Ja, und deshalb ist Tom Friedländer quasi gerne meine rechte oder linke Pianohand. Ich kann nicht Piano spielen, Tom kann das umso besser. Und Tom wird uns in dieser Stunde, in dieser, und das macht er auch für viele, viele andere TKB-Events, uns begleiten. Er ist einfach so eine, macht eine völlig neue Ebene auf. Und wenn Sie Musikwünsche haben, der Chat ist dafür da. Wie gesagt, der Chat ist nicht nur dafür da, der ist auch für Ihre Fragen da. Denn Money makes the world go round. Und wir haben zwei Leute gefragt, uns in dieser Stunde zu begleiten, die wirklich, wirklich davon alles wissen. Aus New York, es ist noch relativ früh, ist uns zugeschaltet Sandra Navidi. Sandra ist die CEO von Beyond Global. Ist gelernte Juristin, lebt seit fast 20 Jahren in den USA, in New York, im Big Apple und beobachtet sehr stark aus deutscher Perspektive, aus internationaler Perspektive den amerikanischen Finanzmarkt und deutet eigentlich und ordnet ein, was das für den deutschen Finanzmarkt bedeutet. Hat zwei Bücher geschrieben, das eine davon heißt Super Hubs. Da geht es um die Finanznetzwerke. Der Finanznetzwerk Super Hub ist bei Sandra, bei uns, beim Team Karin Burger. Karin Burger ist so eine Art Superhub für die Redner und für die Eventbranche. Das zweite Buch ist gerade erschienen. Das ist, Thema geht es um das Thema Future Mindset. Sandra, wie ist es denn gerade jetzt? Ist New York am Wiedererwachen oder sind die Straßen nach wie vor leergefegt? Wie hat sich die neue Saison entwickelt? Vor allem natürlich an der Wall Street. Jetzt ist noch alles dunkel. Die New Yorker sind Spätaufsteher tendenziell. Grundsätzlich muss man sagen, hat sich die Stadt sehr erfreulich wieder erholt. Das liegt insbesondere an dem starken Impffortschritt. Also hier sind praktisch alle geimpft seit sehr langer Zeit. Die Ansteckungsquote ist deshalb stark gesunken. Und wenn man, ich habe gerade gestern noch gedacht, wenn man nach dem Sirenenheulen gehen würde, dann muss man sagen, wir sind voll wieder zurück, weil gestern ging es den ganzen Tag. Also das Leben ist wieder zurück und auch die Geschäftstätigkeit etabliert sich wieder. Das ist gut zu hören. Ist denn diese Geschäftstätigkeit, das Busy-Sein auch an der Wall Street wieder so? Oder ist es doch so, dass also nur quasi Morgan Stanley seine Investmentbanker zurück in die City gepfiffen hat und alle anderen nach wie vor im Homeoffice sind? Gerade in der Finanzwelt ist der Druck sehr groß, die Leute wieder im Büro zurückzuhaben. Die Chefs wollen gerne Kontrolle ausüben. Die Jüngeren müssen von den Älteren lernen. Auch der kreative Austausch, das geht eigentlich nur im direkten Zusammenkommen. Man kann auch seine eigenen Karriere am besten Vorschub leisten, wenn man persönlich natürlich vor Ort ist. Deswegen, also man sieht den Drang der Leute zurückzukommen. Das soll jetzt bei circa 20% liegen. Gemessen wird das zum Beispiel auch an den Schlüsseln, die man, diese Schiebkarten, die man benutzt, um in die Büros zu kommen oder Handydaten. Ich habe den Eindruck, dass es immer mehr wird. Und man sieht, also um nochmal auf die normale Geschäftstätigkeit zu sprechen zu kommen, ja, viele Restaurants sind pleite gegangen, viele kleine Einzelgeschäfte in den Nachbarschaften, aber man sieht jetzt überall sprießen neue Geschäfte hervor oder die alten Geschäfte kommen wieder, sie sind umgezogen, Friseure haben fusioniert. Also das sind insgesamt erfreuliche Entwicklungen. Das ist wunderbar. Dann bleibt mir als Übergang zu Professor Marcel Fratscher, dem Chef des DIW, einem der renommiertesten Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland, gleich die gleiche Frage zu stellen. Herr Professor, Ihre Mitarbeiter, sind die denn schon alle wieder im Büro oder sagen Sie, nö, bleibt mal zu Hause? Wie ist es da? Es nimmt deutlich zu. Zwar gibt es noch Kolleginnen und Kollegen, die Sorge haben, Angst haben, sich anzustecken auf dem Weg zur Arbeit. Aber ich sehe, dass die Menschen und die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus wieder miteinander in Kontakt kommen müssen. Es ist einfach der Bedarf, der Wunsch, das Bedürfnis, miteinander sich zu sehen und nicht nur virtuell zu sehen. Und das ist auch wichtig für die Produktivität. Natürlich kann man viel virtuell von zu Hause aus machen, aber viele realisieren, kreative Ideen zu bekommen, sich ja voranzukommen, Projekten, erfordert einfach auch einen informellen Austausch, einen persönlichen Austausch. Und da sehe ich doch, dass das Pendel jetzt wieder ein bisschen zurückschwingt.
Sie beobachten ja als Makroökonom und sehr, sehr viele globale Entwicklungen in Ihrem, Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben letztes Jahr, wo es um eine neue Aufklärung geht, und Sie plädieren ganz, ganz stark dafür, dass also der Klimawandel, und das ist Ihr Aufhänger dafür, als so eine Art Notsituation gesehen werden darf, der die Schuldenbremse aufhört. Eine Ihrer Thesen ist also Schulden machen. Für die letzten 12 Monate sehen Sie denn in Ihrer Funktion, in den Studien, die Sie sind, sehen Sie durch die Pandemie dort eine Änderung, oder ist das eigentlich alles noch so geblieben wie vorher oder gar schlimmer geworden? Naja, wir Deutschen sind schon sehr eigen. Das Wort Schulden kommt von Schuld, und die meisten würden sagen, Schulden ist doch erstmal was Schlechtes, es ist doch nicht gut. Und die doch für manche widersprüchlich klingende These ist, manchmal muss man kurzfristig Schulden machen, damit man langfristig besser aufgestellt ist und damit auch Schulden wieder abbauen oder schneller abbauen kann. Und das betrifft gerade auch das Thema Klimaschutz. Viele denken, jetzt im Klimaschutz investieren, erneuerbare Energien ausbauen, Produktionsprozesse umgestalten, das ist doch wahnsinnig teuer und kommt mit viel Schulden. Muss man den Leuten aber auch sagen, ja, aber was passiert denn, wenn wir das nicht tun? Wenn der Klimawandel dann noch schneller voranschreitet. Wir haben doch jetzt im Sommer mit der Hochwasserkatastrophe auch in Deutschland gesehen, alleine 30 Milliarden Euro nur an öffentlichen Geldern für Bewältigung dieser Katastrophe dort, und noch ein Vielfaches mehr an menschlichen Kosten, an menschlichen Tragödien, verlorene Menschenleben, leidende Menschen. Und Geld, das wir heute aufnehmen, oder Schulden, die wir heute aufnehmen als Gesellschaft und dann gut in Bildung, gut in Innovation, in Klimaschutz investieren, ist das bestinvestierte Geld, weil es eben langfristig Wohlstand schützt und damit, wenn es auch wirtschaftliche Dynamik schafft, mehr zu mehr Steuereinnahmen führt und damit zum Abbau von Schulden. Und da plädiere ich einfach für ein bisschen offenere Bewusstsein. Und ich hoffe, dass wir da hinkommen. Aber man muss eben sagen, solche Werte, Sparen ist wichtig, Schulden ist was Schlechtes, solche Werte ändern sie nicht über Nacht, sondern das ist ein langer Prozess. Bevor ich Sandra frage, wie das aus der amerikanischen Perspektive aussieht, wäre es toll, wenn Tom, wenn du das erste Slido mal abrufen würdest, weil wir wollen natürlich auch ganz gerne von Ihnen wissen, die Sie uns da draußen zuhören und zusehen, wie Sie das denn selber sehen. Investieren wir zu wenig? Investieren wir zu blöd? Wie funktioniert das alles? Und wenn Sie so lieb sein würden, entweder über den QR-Code, das ist wahrscheinlich die einfachste Variante, da ein bisschen mitzumachen, dann sehen wir, hoffentlich können Sie es gut lesen, dann sehen wir ein bisschen, wie Sie selber dazu stehen. Während das so sich aufbaut, und Tom gibt mir gerne musikalisches Zeichen, wenn wir mehr sehen oder hören. Sandra, wie sieht das, genau, wie sieht das aus der amerikanischen Perspektive aus? An der Wall Street zum Beispiel sind die Investments in ESG, also nachhaltige Investments, sozusagen explodiert. Und Gartner hat eine Erhebung gemacht und festgestellt, dass allein im letzten Jahr 85% der Investments ESG-Kriterien, also Kriterien der Nachhaltigkeit, bei der Investmententscheidung beachtet hat. Jetzt muss man natürlich sehen, dass die Finanzwelt, dass es für sie sehr nützlich auch ist, weil die meisten Investoren oder viele gehen mittlerweile in Indexfonds, in genormte Produkte, für die wenig oder keine Gebühren gefordert werden. Und wenn sie dann natürlich Nachhaltigkeitsprodukte verkaufen, dann können sie höhere Gebühren erheben. Das ist zum Teil auch gerechtfertigt, weil man muss sehen, bei ESG-Investments kommt zu der normalen Due Diligence, also Prüfung des Investments, nochmal der Umweltaspekt hinzu. Das muss man sich dann auch anschauen. Was machen die Unternehmen korrekt, konkret? Wie ist das Management? Wie sehen die Maßnahmen aus? Stimmt das alles? Denn man sieht auch häufig das Phänomen des Greenwashings, dass viele Unternehmen versuchen, sich einen grünen Anstrich zu geben aus Image-Gesichtspunkten, aber dann im Endeffekt nicht viel dahinter steht. Also unterm Strich muss man sagen, sehr viel Geld geht dort hinein. Großinvestoren wie
BlackRock haben sich zum Beispiel auch diesem Trend voll und ganz verschrieben. Und im Grunde genommen hat sich der Zeitgeist auch so gedreht, dass Unternehmen das heute eigentlich auch sich auf die Fahne schreiben müssen. Ich will, bevor ich zu Professor Franscher komme, mit einer ähnlichen Frage mal gucken. Tom, wie ist denn unser Slido-Ergebnis ausgefallen? Wir schauen mal ganz kurz rein. Wir haben natürlich den Menschen nicht so ganz genau erklärt, wie sie ins Slido kommen, aber ist es tatsächlich so, dass die Leute, du siehst es, ne? Also es ist halt, wir investieren zu, ich kann es tatsächlich auch leider nicht lesen, aber wir investieren wenig, zu... Wenig, ne? Das ist zu wenig, ne? Wenig, glaube ich, ja. Zu wenig. Wir investieren zu wenig, ja, zu falsch. Zu wenig, ne? Risikoreich ist, glaube ich, nicht so gefragt, aber wir investieren zu wenig. Das ist, glaube ich, der große... Interessant. Also der große Teil der Deutschen jetzt sagt, und das ist ja so ein bisschen gegensätzlich zu dem, was Sandra Navidi gerade für den amerikanischen Markt sagt, Professor Fatscher, die Deutschen investieren zu wenig. Wir horten das Geld unter der Matratze und scheinbar scheint ja dieses Thema ESG auch noch nicht ganz so beim Verbraucher, ob der jetzt nun institutionell als Anleger arbeitet oder privat, angekommen zu sein. Im Gegenteil, da gibt es eher so gegensätzliche Bewegungen. Also bei der DSW Bank steht die BaFin vor der Tür und sagt, das ist alles nicht ganz mit rechten Dingen gelaufen. Ist das nicht dann schon nochmal ein zusätzliches Hindernis für die Deutschen, um sich mit in der Tat Sustainable Investment zu beschäftigen? Oder haben Sie eine völlig andere Sichtweise makroökonomisch für die Deutschen? Wir haben... Es gibt einen großen Konsens natürlich, das sieht man auch politisch, dass eine überwältigende Mehrheit sagt, natürlich müssen wir Klimaschutz oben auf der Agenda stellen. Natürlich ist auch Green Finance, also nachhaltige Finanzierung, gehört auch mit dazu. Aber ich sehe durchaus den Widerspruch und nehmen Sie im Augenblick die Diskussion um höhere Inflation, höhere Spritpreise an der Tankstelle. Die Leute sagen, Gottes Willen, das ist ja eine Katastrophe. Jetzt sollen wir hier 2 Euro pro Liter Benzin zahlen. Und das ist der Widerspruch. Also ich kann nicht sagen, ich will Klimaschutz und wir müssen dort Fortschritte machen. Dann muss ich eben auch verstehen, dass klimaschädliche Energiequellen, also fossile Energieträger, teurer werden müssen, weil sie eben enormen Schaden anrichten. Und das wird sich übrigens auch in den kommenden Jahren nochmal fortsetzen. Die Einführung des CO2-Preises ist ja noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Das wird ja über die Zeit steigen. Ich glaube, wir brauchen einen Diskurs, einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, was heißt das und was heißt das auch für jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, bei vielen ist es noch nicht so angekommen. Das heißt ja, der Staat muss mal investieren, die Unternehmen müssen mal investieren. Aber wir müssen den Menschen eben auch als Gesellschaft rein Wein einschenken, dass es auch für uns in unserem täglichen Leben Veränderung bedeutet. Dass es bedeutet, dass Reisen teurer wird, das mit dem Flugzeug oder mit dem Auto, dass wir auch in unserem Verhalten beispielsweise mehr öffentlichen Nahverkehr oder mehr Zug als Flugzeug benutzen müssen, dass wir in unserem Konsumverhalten veränderte Preise sehen müssen und eben auch, wenn wir selber sparen, was wir mit unserem Geld machen, dass wir auch eine Verantwortung haben. Und wir haben jeder von uns individuell eine Verantwortung, das den Menschen bewusst zu machen. Das ist, glaube ich, schwierig und es ist natürlich nicht populär, wenn eine Politikerin oder ein Politiker in der Bundesregierung sagt, hört mal zu, ihr müsst auch individuell, jeder von euch in eurem privaten Leben einen Beitrag leisten. Das ist ganz schwierig zu vermitteln. Ich habe da gleich noch eine zweite Frage, weil Sie eben genau Sie nennen das eine Art grüne Inflation, ja, die klimaschädliches Verhalten also wirklich real berechnet. Und dann zu einem realistischen Preis kommt, Sie haben das gerade erwähnt, dass eben dann der Flugurlaub sehr viel teurer wird oder eben auch der Autourlaub. Also dass wir auf ein ganz anderes Preisgefüge kommen, aber dadurch ein sehr, sehr viel ehrlicheres. Wie glauben Sie denn, was ist die beste kommunikative Strategie, den Leuten das nahezubringen? Sie in der Tat scheint schwierig zu sein, dass wir das hören wollen, dass das teurer wird. Es klingt immer nach Verzicht. Aber es gibt ja, Sandra hat das gesagt, 80% in ESG investiert. Es gibt ja Wege. Welchen empfehlen Sie denn vor allem eben Unternehmen aus dem Mittelstand oder auch aus Selbstständigen, aber natürlich auch den Privatleuten? Was wäre Ihr präferierter Weg? Ja, für Unternehmen bedeutet das natürlich in vielen Fällen massive Investitionen. Die müssen die Transformationen bekommen, neue Technologien
Das kostet Geld. Jetzt für Privatpersonen ist es vielleicht nochmal ein offensichtlicheres Thema. Wir haben eben bei den Menschen viele, die mit jetzt höheren Energiepreisen im Winter, der hart wird, wo das Heizen teurer wird, das Autofahren teurer wird, die sind schon hart getroffen. Denken Sie an die kleine Pendlerin irgendwo auf dem Land, die sich nicht das Haus in der Stadt oder die Wohnung in der Stadt leisten kann, die auch nicht Zugang hat zu öffentlichem Nahverkehr. Und die ist natürlich schon hart getroffen, wenn die Energiepreise, also diese grüne Inflation durch die Decke schießt. Da ist die Aufgabe auch der Politik, Menschen mit geringem Einkommen, die hier besonders belastet sind, finanziell zu entlasten. Also das nennen manche ein Bürgergeld oder ein grünes Geld, also indem der Staat die Einnahmen, die er jetzt beispielsweise über eine CO2-Steuer hat, vor allem an Menschen mit geringem Einkommen wieder zurückgibt. So hätten die Menschen, die besonders stark belastet sind, mit geringem Einkommen dann am Ende des Monats nicht weniger Geld in der Tasche. Sie würden mehr Geld für Benzin, Heizen ausgeben, aber im Gegenzug dann eben diese Einnahmen haben. Das könnte der Staat tun. Und für die Unternehmen sehe ich eben auch dort die Notwendigkeit, diese Unternehmen zu unterstützen, beispielsweise über bessere Abschreibungsmöglichkeiten, dass Investitionen sich mehr lohnen. Also da bin ich sogar relativ hoffnungsvoll. Das wir sehen jetzt im Sondierungspaket oder Sondierungspapier der möglicherweise neuen Bundesregierung, dass man hier sofort Abschreibungen, super Abschreibungen macht. Also auch hier kann man den Unternehmen helfen, dass solche Investitionen sich mehr lohnen und sie finanziell entlastet werden. Also dieses Thema Finanzierung ist in dieser Übergangsphase ganz, ganz wichtig, sowohl für Unternehmen, aber eben auch für Privatpersonen. Ich will dieses Thema Finanzierung auch kurz über den großen Teich spielen, weil Thorsten Park fragt nämlich im Chat genau auch danach, wie geht das konkret in der Umsetzung? Weil Unternehmen sich ja eben auch sehr häufig, selbst wenn sie guten Willen zeigen, in der Umsetzung durchaus hilflos sind. Sandra, nun sind in den USA 80% schon unterwegs in diesem Sustainable Investment. Was sind denn dort die Erfolgsrezepte? Warum funktioniert es da doch scheinbar für einen größeren Teil der Bevölkerung? Also wir müssen unterscheiden, wenn ich das vorwegschicken darf. Wir haben einmal die öffentlichen Investments und dann haben wir die privaten Investments. Wovon ich eben sprach, das sind die Investments von Investmentfirmen, also alle möglichen Finanzprodukte. Und Leute, die jetzt gerade zuhören, es kann sein, dass sie auch darin investiert sind, obwohl sie das gar nicht wissen, weil ihr deutscher Pensionsfonds oder ihre deutsche Versicherung zum Beispiel bei BlackRock investiert ist. Also das sind solche Gelder, die institutionelle Investoren verwalten. Und davon sprach ich eben, dass es eben auch hier zum guten Ton gehört, dass sie sich ESG, also Nachhaltigkeitsinvestments, verschreiben. Das ist gute PR. Ich glaube, wichtig ist, dass das Konzept, was man da bietet, dass das schlüssig ist, einer kritischen Prüfung standhält. Und natürlich sind die Sorgen der Bevölkerung durchaus berechtigt. Man muss ja auch mal sehen, wir haben ja kaum praktische Erfahrungen. Das sind ja im Grunde genommen alles theoretische Erwägungen. Wenn wir jetzt umsteigen auf andere Energien, das muss ja eine systemische, holistische Lösung sein, nicht nur global, dass sich idealerweise alle Länder daran beteiligen, sondern dass auch jedes Glied technisch in dieser Kette zusammenpasst. Also es bringt ja nichts, wenn wir alle auf Elektroautos umsteigen und dann wird der Strom so teuer, dass sich keiner mehr Elektroautos leisten kann. So jedenfalls die Befürchtung in der Bevölkerung. Hier in Amerika, muss man sagen, ist grüne Politik grundsätzlich schwer verkäuflich. Also das ist nicht so, dass die Amerikaner da jetzt so wahnsinnig offen für sind. Jetzt hatten auch gerade wir im letzten Jahr ganz besonders große Katastrophen hier. Und Biden hat ja ein sehr großes Paket geschnürt für grüne Investments oder überhaupt Investments in die Infrastruktur und auch über Subventionen und Steuererleichterungen und all diese Dinge. Das steckt immer noch fest. Es ist strittig. Auch das grüne Paket ist jetzt runtergestutzt auf 500 Milliarden Dollar. Aber der Plan an sich war sehr umfänglich und holistisch, kann man sagen. Also da waren alle möglichen sinnvollen Bestandteile drin enthalten. Es hakt jetzt an der Umsetzung, auch innerhalb der Demokratischen Partei selbst, insbesondere zum Beispiel an dem Abgeordneten Menschen, der kommt aus einem Kohlestaat und sagt, er möchte nicht, dass grüne Energie bevorzugt wird. Die soll
gleichgestellt werden. Also das Thema ist hier durchaus, was die Politik angeht und öffentliche Investments, noch nicht ausgestanden. Aber Biden hat ein großes Interesse daran, dass die USA wieder Vorreiter werden. Er sieht darin auch das Prestige der USA der Zukunft begründet. Aber natürlich kann auch die Wall Street durch private Investments, durch die Lenkung von Kapitalströmen Einfluss ausüben. Ich glaube nicht, dass das eine Patentlösung ist, das alleine, aber es kann sicherlich ein sinnvoller und guter Baustein sein, um eine Lösung herbeizuführen. Ich will die Frage gleich zurückspielen an Professor Marcel Fratscher. Jetzt, Michael Kretschmer hat ganz klar gesagt, also hier, ne, ich poche auf dem genau planmäßigen Ausstieg aus der Kohle mit allen Kosten, mit allen Prämien, die damit verbunden sind. Und hier so ein bisschen grün, früher, nö, machen wir nicht. Inwieweit ist denn das dann schon wieder so das erste große politische Hindernis, um in der Tat diese Möglichkeiten, die sich jetzt in den USA ergeben, obwohl es dort keine grüne Politik gibt, in Deutschland eigentlich überhaupt möglich zu machen? Oder drehen wir uns im Kreis oder unser blinder Fleck wird immer größer? Da sind für mich zwei Punkte wichtig. Einmal, dass man sich ehrlich macht im Sinne, was die fossilen Energieträger auch an Kosten verursachen. Es gibt neue Studien, die zeigen, in Deutschland werden fossile Energieträger inklusive Kohle, vor allem Kohle, jedes Jahr mit 70 Milliarden Euro subventioniert. Heißt also, das, was diese Energieträger an Kosten verursachen, werden nicht von diesen Energieträgern wirklich oder von denen, die das nutzen, bezahlt. Das heißt, wenn man hier bessere Preise oder fairere Preise, die wirklich diese Kosten widerspiegeln, ansetzt, dann würde sich dieser Kohleausstieg, glaube ich, von alleine erübrigen, weil einfach dann auch Kohle müsste wahrscheinlich viermal so teuer sein wie im Augenblick, wenn man diese Subventionen abbaut. Und das würde dann automatisch nochmal einen großen wirtschaftlichen Impuls geben für Unternehmen, aber auch in der Forschung und Entwicklung, schneller den Umstieg auf erneuerbare Energien zu machen. Das ist der erste Punkt. Natürlich sprechen Sie die Wettbewerbsfähigkeit an. Wenn Deutschland jetzt davor prescht mit anderen Europäern, schadet das dann nicht deutschen Unternehmen. Da muss man schon sehr genau darauf achten, dass man dort auch international faire Bedingungen hat. Und ich hoffe mir von einer neuen Bundesregierung eine Art Klimaclub, dass gerade die Europäische Union und die Amerikaner, da gibt es ja auch jetzt schon Gespräche, zusammentun und sagen, können wir diese zwei größten Volkswirtschaften der Welt so gestalten, dass es hier gemeinsame Regeln gibt, dass ein fairer Wettbewerb zwischen Unternehmen herrscht und gleichzeitig in dem Sinne auch wir schnelleren Fortschritt. Es geht ja um schnelleren Fortschritt beim Klimaschutz und bei dieser Transformation hin zu klimaneutralen Technologien machen, bei grünem Stahl und so weiter und so weiter. Also diese zwei Dinge sind wichtig, dass man erstmal faire Marktbedingungen schafft, die Subventionen abschafft und dann auch international sich um gemeinsame Standards bemüht. Das ist für mich der richtige Weg, um eben diese gute Balance hinzubekommen. Mhm. Diese gemeinsamen Standards bringen mich eigentlich so langsam auch auf den Schwung danach, was jetzt so ein Unternehmer, der uns zuhört, so ein klassischer deutscher Mittelständler, jemand, der an der Uni Passau studiert hat, jetzt auch in diesem Alumni-Club ist und dadurch eben auch bei diesem Lunch and Learn, worauf müssen die achten? Und wenn wir gleich in die Antwort auf diese Frage gehen, wäre es schön, Tom, wenn du unser zweites Slido inzwischen mal abfahren würdest, weil wir wollen von Ihnen da draußen ganz gerne wissen, was sind denn momentan, also jetzt für Sie da draußen als Unternehmer, die Kriterien, die Sie dazu bringen oder bringen würden, genau eben in nachhaltige Investitionen zu tätigen, in nachhaltige Fonds zu investieren. Während Sie das machen und Tom hoffentlich das Slido abfahren kann, bin ich so neugierig und frage an Sie beide, aber es wäre schön, Sandra, wenn Sie anfangen, woran erkennt man wirklich einen nachhaltigen Fonds? Es gibt ja keine richtigen Bullet-Point-Punkte, wo man sagt, ja, das ist es, das sind die Tickbox-Kriterien. Was muss so ein Unternehmer wirklich für sich eben abprüfen, damit er sagt, ich lande nicht in dieser Greenwashing-Falle? Gleiche Frage geht dann an Herrn Professor. Also vielleicht erstmal dazu, wie man überhaupt da rein investieren kann. Das geht ganz klassisch durch, also man kann natürlich direkt in Firmen investieren. Das erfordert im Zweifel ein etwas größeres Budget. Dann aber auch in Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs.
alle möglichen, also ganz klassische Instrumente. Was die Due Diligence, also die Prüfung angeht, das ist natürlich, ist der Private etwas begrenzt. Es gibt aber durchaus zum Beispiel Ratingagenturen, die das beurteilen, Zertifizierungsstellen, aber man muss nochmal sagen, dass da viel Scharlatan auch getrieben wird und dass die Grenze dann natürlich fließend ist, vom Betrug hin zum Beschönigen. Also man sollte natürlich schauen, auf welchen Bereich möchte ich mich konzentrieren, was ist mir besonders wichtig und so viel Due Diligence machen, Prüfung, wie einem das selbst nötig ist und wie man das kann und Zeit dafür hat. Ansonsten lagert man das natürlich aus über zum Beispiel die Investmentinstitute, die dann für einen da rein investieren. Die Morningstar-Analystin Natalia Wolfstetter sagt, es gibt da wahnsinnig viel Marketing in dieser Branche, wenn es um ESG geht. Nun sind, Professor Fatscher, wir Deutschen ja da sowieso ein bisschen vorsichtiger. Was wäre denn Ihr Augenmerk, wo würden Sie sagen, der kleine, der mittelständische Unternehmer, der jetzt in der Tat die ersten oder zweiten Schritte beim nachhaltigen Investieren geht, wo soll der anfangen, worauf soll der achten aus makroökonomischer Sicht? Ja, schwierige Frage, klar. Wenn wir jetzt über Unternehmen sprechen, müssen die natürlich erstmal auf ihr eigenes Unternehmen, ihre eigene Branche schauen. Und ich glaube, das Erste, was wichtig ist, zu verstehen, was sind die Rahmenbedingungen? Was sind die Regeln? Was wird auch erwartet von jedem Unternehmen? Denn für viele, glaube ich, das Erste ist, sich anzuschauen, wie werde ich als Unternehmer oder Unternehmerin in meinem Business, in meinem Geschäftsbereich in den kommenden Jahren beispielsweise steuerlich belastet über den CO2-Preis? Mhm. Was muss auch an Standards? Was muss ich einhalten? Und das sehe ich als kurzfristig, mittelfristig eine der großen Herausforderungen. Nicht nur, weil Unternehmen, und das zeigen ja auch Fragen, unbedingt gut darauf vorbereitet sind, sondern auch, weil die Regeln sich regelmäßig ändern oder zu häufig verändern. Also hier gibt es eine hohe Unsicherheit. Und da erstmal so eine Grundlage zu haben als Unternehmer, Unternehmerin, zu wissen, darauf muss ich mich in den nächsten 5 bis 10 Jahren einrichten. Was muss ich dafür tun, um dort mitzuhalten? Ich muss mich natürlich auch national bei den Wettbewerbern und auch international orientieren können und sagen, wie machen die anderen das? Also Best Practices ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für viele Unternehmen. Aber das wäre jetzt für mich so, dass meine praktische Empfehlung, dass man sich dort orientiert. Denn wenn wir über Investitionen sprechen, das ist ja die große, große Herausforderung für Unternehmen, dann brauche ich eine gewisse Planungssicherheit, einen langfristigen Horizont, nicht nur in 1 oder 2 Jahren denken, sondern in 10, 20 Jahren denken. Und deshalb ist diese Perspektive klar zu machen, wo geht's hin für mich, für meine Branche, was sind die Rahmenbedingungen, also die Restriktionen, die ich habe. Das ist für mich, glaube ich, der erste Punkt, der nicht nur fürs Unternehmen, sondern dann auch eben für die gesamte Volkswirtschaft extrem wichtig ist. Bevor ich Sandra Navidi frage, ob dieser Planungshorizont in den USA ähnlich ist, höre ich aus der Regie, dass ich natürlich 2 Dinge gleichzeitig wollte, nämlich Fragen stellen und den Slido abrufen. Das hat nicht so funktioniert, sondern wir gucken jetzt mal, ob wir den Slido jetzt kriegen und nochmal die Frage beantwortet haben in der Art von Wordcloud, worein eigentlich die Kollegen investieren momentan. Genau. Wenn Sie also einmal das Handy zur Hand. Ja, alle genau. Einmal das Handy zur Hand. Einmal die Kamera aufmachen und diesen wunderbaren QR-Code scannen. Dann kommen wir auch in unser Slido rein und dann können Sie auch die Frage beantworten. Was sind denn für Ihr Unternehmen oder was meinen Sie, was sind die Kriterien für nachhaltige Geldanlagen bzw. Investitionen? Wir würden uns freuen, wenn Sie die beantworten. Einmal in das Slido rein, einmal den QR-Code oder beziehungsweise den Code, den Sie jetzt gerade hier sehen, benutzen und dann einmal kräftig rein in die Tasten und dann sehen wir auch gleich ein Ergebnis. Da kommen schon so ein paar Sachen reingeflogen und wir machen nochmal kurz weiter. Ich habe auch nochmal so grundsätzlich eine Frage als Musiker, beziehungsweise als auch kleines mittelständisches Unternehmen, das viele Musiker unter sich hat und als Agentur fungiert. Vielleicht geht das auch nochmal auf den Chat ein. Thorsten Park hatte da auch noch eine kleine Frage. Denn bei mir ist es ja so, ne, ich bin viel unterwegs, ich muss viel mit dem Auto fahren, beziehungsweise wir fliegen dann auch mal Inlandsflüge etc. pp. Und wenn ich jetzt als Musiker quasi investieren wollen würde, gibt es denn irgendwas wie eine Übersicht von Organisationen in Deutschland, wo man investieren kann, die in bestimmte Richtungen gehen? Gibt es sowas?
Die Frage geht vor allem in erster Instanz in Deutschland an Professor Fratscher, aber wir fragen dann auch gerne mal in die USA. Herr Professor, gibt es diese Institution? Hier wird die SPHK genannt. Gibt es noch andere, wo Sie sagen, guck da hin, hol dir dort diese Regulations? Ja, das ist natürlich sektor- und industriespezifisch. Ich glaube, ganz guten und wichtigen Rat ist, sich auch die öffentliche Seite anzuschauen, beispielsweise die KfW, die auch für viele mittelständische, kleinere Unternehmen eine ganze Menge auch an Rat und Unterstützung, auch zum Teil finanzielle Unterstützung bereithält. Mhm. Und also erste Empfehlung ist, klar ist, jede Industrie hat einen eigenen Verband oder eine eigene Branche, einen Branchenverband, der Informationen bündelt, der Informationen weitergibt. Aber wie gesagt, eben auch auf öffentlicher Seite wäre für mich die KfW ein erster Anlaufpunkt, um sich zu schauen, um sich orientieren zu können. Und das ist, glaube ich, wäre für mich jetzt die erste Empfehlung. Mhm. Im Deutschen ist das ja so, wir haben eine Rule-Making-Kultur, eine regelmachende Kultur. Sandra Navidi, in den USA ist das genau andersrum, da hat man eher so eine Rule-Breaking-Kultur. Und Professor Fratscher sprach so gerade von Zeithorizonten von 15 Jahre. In den USA geht das wahrscheinlich alles ein bisschen schneller. Und da geht das wahrscheinlich auch mit den Institutionen, die solche Informationen zur Verfügung stellen, schneller. Ist das so oder täusche ich mich da? Ich habe die Frage jetzt nicht ganz klar verstanden. Aber ich wollte auch noch mal gerne was sagen zu der Orientierung für Investoren, wie man vorgehen kann, wenn man ganz neu auf diesem Gebiet ist. Und im Grunde genommen kann man auch unterscheiden, und das machen die Finanzinstitute auch, man unterscheidet nach positiv oder nach negativ Kriterien. Ich möchte investieren in A, B, C und D Firmen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Also man schaut auf CO2-Ausstoß, auf die Abfallprodukte, die das Unternehmen produziert. Wie viel Wasser verbraucht es? Wie transparent ist es? Wie ist der Track Record? Zeigt sich schon Verbesserung an? Oder Ausschlusskriterien. Ich will auf keinen Fall investieren in Firmen, die, weiß ich nicht, große Ölkonzerne oder so. Also da kann man schon mal so einen gewissen Ausschlussprozess machen. Und ich glaube, es ging um die Langfristigkeit bei Investitionen hier. Ja, die Amerikaner sind relativ agil und flexibel. Grundsätzlich sind die Vorschriften hier auch immer etwas weniger. Die Regulation ist nicht ganz so streng wie in Deutschland in der Regel. Donald Trump hat natürlich gerade auch bei Umweltvorschriften diese noch mal ein ganzes Stück zurückgedreht. Leider zum Teil, also katastrophal. Biden versucht das jetzt wieder einigermaßen einzurenken. Man muss sehen, die Biden-Regierung steht enorm unter Zeitdruck. Die Midterm-Wahlen nächstes Jahr stehen bevor. Und dann, bevor man weiß, ist schon möglicherweise wieder Trump oder ein Trump-ähnlicher Kandidat dran. Und die Republikaner sind absolut sozusagen gegen Umweltschutz, muss man sagen. Also die Einstellung ist so ein bisschen, wir sind der Herr der Natur und wir machen mit ihr, was wir wollen und der Stärkste überlebt. Also das sind ganz entgegengesetzte Ideologien und das sieht man auch auf dem lokalen Level, wo Leute sagen, wir interessieren uns einfach nicht für Umweltschutz. Und wenn jetzt Stürme und Überflutungen passieren, dann ist es halt Pech für die Leute. Dann hätten sie halt woanders hinziehen müssen. Und wer sich das dann im Nachhinein nicht leisten kann, ist auch Pech. Also man sieht in den USA ja auch politisch dieser Graben, der verläuft vor allen Dingen auch wertemäßig. Was sind meine Werte, woran glaube ich, was ist mir wichtig, ist hier sehr binär, fällt stark auseinander. Mhm. Genau in diesem Licht ist die nächste Frage, ist das eigentlich in summa summarum ganz grundsätzlich überhaupt die richtige Annahme, dass nachhaltiges Investment die Welt wirklich verbessern kann? Sagen Sie da, macht, es wird super, oder ist das eher so, naja, wir können es probieren, vielleicht wird es aber nichts. Wie ist da Ihre perspektivische Sichtweise? War das an mich? Okay, da ist die Frage nicht angekommen, dann stelle ich sie zunächst nochmal an Herrn Professor Fratscher. Ja, Sandra, die war noch für Sie, die Frage. Ich stelle sie dann aber auch an Professor Fratscher. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ich habe sie gerade nicht. Dann fange ich mit Professor Fratscher an. Also dieser. Ja, wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Herr Professor Fratscher, gleiche Frage für Sie. Ist es denn jetzt eine Fehlannahme zu sagen, dass man mit nachhaltigen Investments die Welt verändern kann, gerade auch im Lichte dessen, was Sandra Navidi für die USA geschildert hat?
Oder sagen Sie, das ist das Beste, was uns passieren kann und es ist nur unsere eigene Wahrnehmung, unser eigener blinder Fleck zu groß? Wie sehen Sie das perspektivisch? Ich bin überzeugt, dass es der einzige Weg ist und es keine Alternative gibt. Denn wir dürfen nicht ignorieren, wir haben eine sehr stark global integrierte Wirtschaft. Und wenn Unternehmen in Deutschland diesen Umstieg nicht schaffen, also wenn Investitionen nicht erfolgreich sind, sich nicht rechnen, scheitern, dann werden es andere machen. Unternehmen in den USA, in China, in anderen Teilen der Welt. Und deshalb würde ich auch ein bisschen davor warnen, das zu langsam zu machen. Denn wenn andere Unternehmen, andere Teile der Welt diese Transformation schneller machen, diese Investitionen erfolgreicher tätigen und umsetzen, dann kommen Unternehmen hier im globalen Wettbewerb unter die Räder. Und das sollten wir nicht ignorieren. Wir sehen die Automobilbranche, das hat eine grüne Komponente, natürlich auch eine digitale, eine künstliche Intelligenzkomponente. Aber lassen Sie es mich positiv ausdrücken. Eine erfolgreiche Investition in grüne Investitionen im breitesten Bereich, es kann Technologie, es kann spezifisch auf Klimaschutz sein, hat das riesige Potenzial, sehr, sehr viel Mehrwert, sehr viel auch Erträge zu erwirtschaften in den nächsten Jahren, wenn es Unternehmen in Deutschland gelingt, eben dort Weltmarktführer zu sein. Deshalb sehe ich das als eine riesige Chance. Und ich glaube, darauf sollten wir uns fokussieren. Sie haben recht, Gefahren sind groß, dass man scheitert, dass man dort auch Investitionen tätigt, die sich nachher nicht rechnen. Nur man muss sich immer die Frage der Alternativen stellen. Und deshalb würde ich mir Mut wünschen, diese Investitionen auch nicht halbherzig zu tätigen, sondern wirklich überzeugt und auch mit einer ausreichenden Geschwindigkeit. Denn wenn es uns dort gelingt, dann kann das für viele deutsche Unternehmen ein richtig starker Punkt sein im globalen Wettbewerb, wo man dann Marktanteile gewinnen kann. Und das wäre natürlich für die nächsten Jahre auch unter der neuen Bundesregierung ein ganz wichtiger Punkt. Meine Frage geht mal kurz in die Technik, Tom. Haben wir denn ein Slido-Ergebnis, inzwischen eine Word-Cloud? Ansonsten stelle ich noch ein paar weitere Fragen. Wir haben eine Word-Cloud, mittlerweile haben genügend Leute, Sie sagen 100% Transparenz ist das Wichtigste. Also alles, was groß ist, ist mehrfach genannt worden. Das heißt, 100% transparent ist das Wichtigste. Langfristigkeit, Values, CO2-Reduzierung, Seriosität, KfW, das sind alles so die Kriterien, Rendite, Risiko, Werte und Sonne. Sonne, genau. Der Aspekt der Transparenz scheint ja doch wirklich der allerwichtigste zu sein. Sandra Navidi, wenn man sich um Transparenz bemüht als institutioneller Anleger oder aber eben auch auf der anderen Seite als jemand, der privat anlegen will, wie merkt man bei einem Unternehmen denn oder bei einem Fonds, ganz egal, die machen das wirklich transparent? Gibt es da Indikatoren, wo Sie sagen, schaut mal dahin, dort zeigt sich wirklich Transparenz oder die versuchen eigentlich da was unter den Teppich zu kehren? Woran sieht man das? Das ist für den Laien ganz, ganz schwer zu eruieren. Das kann natürlich wirklich am besten ein Finanzinstitut, in dem es vor Ort geht, das Unternehmen sich anschaut, mit dem Management spricht, dort Berichte, alles Mögliche durchsieht und prüft. Aber selbst das ist kein Garant. Wir haben auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass Finanzinstitute Betrügern aufgesessen sind, zum Beispiel im Solarzellenbereich und anderen. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber vielleicht noch mal zu Ihrer vorherigen Frage. Ich glaube, und ich stimme Herrn Professor Patscher da voll und ganz zu, dass wir gar keine andere Wahl haben, dass Zeit extrem wichtig ist. Aber ich glaube auch, dass man realistisch sein muss, dass wir eben noch keine Erfahrungswerte haben, dass wir sehr ehrlich sind, wenn wir zum Beispiel einen Fehler gemacht haben und wir sehen, eine Technologie funktioniert Netz doch nicht so. Das ist natürlich für die Politik immer schwierig. Aber wie gesagt, wir haben noch gar keine praktischen Erfahrungswerte. Und dafür, dass hier schon einiges passiert ist und gerade in den letzten Jahren so viel investiert worden ist, angeblich in saubere Technologie, das hat ja de facto noch keine Besserung gebracht, also die man hier sehen kann. Das heißt tatsächlich, man muss schneller agieren und auch schauen, dass man Ergebnisse nachweisen kann, schwarz auf weiß, nicht nur in der Theorie, weil dann kann man auch mehr, wie sagt man, Teile der Bevölkerung mitnehmen.
Dieses Thema, man sieht es noch nicht so ganz richtig, das hat uns in der Tat auch in der Vorbereitung sehr beschäftigt und gerade dieser Gedanke von 100% Transparenz, also wir wollen die Veränderung sehen, wir wollen unseren Finger drauflegen können und sagen, schau dahin, da funktioniert das. Das hat uns veranlasst, einen dritten Gesprächspartner in diese Runde zu holen, das ist Amir Rougani, der nämlich mit seiner eigenen Firma ganz viele dieser konkreten Pläne, vor allem dieser nachhaltigen Investments, umsetzt. Hallo, Herr Rougani. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wenn Sie das sich jetzt alles so angehört haben, was Sandra Navidi und Professor Fratscher schon gesagt haben, und das so ein bisschen mit Ihren eigenen Erfahrungen abgleichen, wo sagen Sie denn dann, na Gott sei Dank, dass wir das so gemacht haben, oder wo sagen Sie, oh, hier haben wir noch so einen ganz großen Nachholbedarf, vor allem für den deutschen Markt? Ja, mir steht jetzt die große Aufgabe bevor, von der großen Makrosicht zur Mikrosicht zu kommen. Ich möchte noch mal ganz kurz zu den Ausführungen von Sandra Navidi ergänzen. Ich habe heute im Handelsblatt gelesen, dass aktuell weniger als 0,5% von 16.500 Aktien- und Unternehmensanleihenfonds aus Europa, USA und Asien ihr Geld sauber anlegen. Also wir sprechen hier von ungefähr 160 Fonds von über 16.500, die das 1,5-Grad-Ziel berücksichtigen. Und das sollten wir uns im Klaren werden. Und ich glaube, über 60% sind voll auf 2,75 Grad aus. Also empfehle ich jedem nochmal heute im Handelsblatt das nachzuschauen, wenn es interessiert. Also diese 80% oder die Explosion, die Sandra Navidi uns mitgeteilt hat, sicherlich ein Wachstum, nehme ich an, auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber in absoluten Zahlen ist es erschreckend, was die Finanzbranche dort momentan in sauberen Investments investiert und an Geld angelegt hat. Nun haben Sie ja sehr erfolgreiche Projekte vorzuweisen. Wie haben Sie es denn anders gemacht in den konkreten Projekten, die Sie unterstützen, in die Sie investieren? Naja, es geht ja darum, dass das Geld, was wir einsetzen aus Fremdkapital- und Eigenkapitalseite, die zusammensetzt für erneuerbare Energien im Bereich Solar, im Bereich Speicher, im Bereich Infrastrukturprojekte für Ladebeispiele, Ladeinfrastruktur. Das ist so ungefähr 70-80% Fremdkapital, 20-30% Eigenkapital, was da eingesetzt wird. Und typischerweise sind es kleinere Banken, DKB, Umweltbank, GLS, auch lokale Sparkassen, die in der Regel die Fremdkapitalseite zur Verfügung stellen für diese dezentralen Anlagen. Investment Case irgendwo 1-20 Millionen Euro. Und die Eigenkapitalseite investieren wir entweder selbst aus eigenen Einnahmen heraus oder eben aber auch über Crowdinvesting, wo wir mit lokaler Bevölkerung die Teilhabe ermöglichen und auch das Anlegen von Geld sozusagen in diesen Projekten ermöglichen. Jetzt sind Sie in dieser Runde ja auch ein sehr großer Mutmacher, vor allem eben nicht nur, weil Sie sagen, mach es, sondern bei Ihnen ist es auch ganz konkret. Jetzt bin ich ein Aluminiumveredler aus Nordrhein-Westfalen, der sich jetzt sehr, sehr viel stärker in diesem Bereich umtun will und vor allem auch institutionell da anlegen. Was wäre so ein richtig wichtiger, guter erster Schritt für so ein Unternehmen? Also das, was wir morgen ändern können. Es ist ja immer schön, wenn wir so über einen großen Horizont sprechen. Wo würden Sie anfangen? Ich würde auf jeden Fall bei der Energieversorgung auf grüne Energie umstellen. Und es gibt natürlich Grünstromanbieter auf dem Markt. Es gibt sicherlich auch für ein energieintensives Unternehmen, wenn Prozessenergie erforderlich ist, auch möglicherweise das Thema Wasserstoff, grüner Wasserstoff, was da sinnvoll sein könnte. Und sehr überzeugend ist dann natürlich auch, wenn das Unternehmen eine Strategie entwickelt, um auch durch eigene Kraftwerke, Wind, Solar oder auch andere Kraftwerke wie Speicherkraftwerke, seinen Stromanteil selbst organisiert und produziert. Das wäre meine Empfehlung, was ich jetzt so von der Ferne und aufgrund der Kurse der Zeit empfehlen können. Danke bis hierhin. Ich würde gerne Professor Fratscher dazu holen und die Frage so ein bisschen weiter aufmachen. Nun sind ja in der EU mit dem Green Deal von Franz Timmermans sehr stark unterstützt, sehr, sehr viele Initiativen schon auf dem Weg. Wie wir aber wissen, dauert das bei der EU immer ein bisschen anders. Aus makroökonomischer Sicht, das dazugefügt zu dem, was Amir Rougani gerade gesagt hat, greift dieser Green Deal möglicherweise zu kurz oder
Dauert das zu lange? Müssen wir nicht schneller sein dann mit allem, was wir umsetzen? Ich meine, der Green Deal gibt einen Rahmen an, was passieren muss. Er versucht natürlich auch über europäische Länder hinweg in gewisser Weise einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das ist auch wichtig. Denn das, was wir im Augenblick in beispielsweise Deutschland diskutieren, das Gleiche gilt ja für jedes andere Land in Europa auch. Und wir müssen uns bewusst sein, dass eben nicht alle Länder die Finanzkraft haben, die technologischen Möglichkeiten, das so umzusetzen, wie wir das in Deutschland haben. Deshalb brauchen wir hier einen europäischen Rahmen. Klar, ich würde mir eine höhere Geschwindigkeit wünschen. Ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, ich sehe eher das Risiko, dass man sich hier zu langsam, zu vorsichtig bewegt und damit viele Arbeitsplätze langfristig dann eher in andere Regionen, nach Asien oder in die USA abwandern. Also meine Sorge ist eher, dass wir uns zu langsam bewegen, nicht zu schnell. Gleichzeitig darf man auch nicht erwarten, dass mit dem Green New Deal die Europäische Union jetzt den Job für die nationalen Regierungen machen kann. Das kann ein Rahmenwerk sein. Es unterstützt ja auch mit dem Next Generation EU, mit dem Wiederaufbaufonds massiv auch finanziell. Aber die Hauptverantwortung liegt nach wie vor bei den nationalen Regierungen. Das gilt für Deutschland genauso wie für die anderen. Deshalb, ich halte es total für richtig, dass es so einen Green New Deal gibt, dass es hier einen Rahmen gibt. Aber ich würde davor warnen, jetzt versuchen, die Bremse anzuziehen, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen Gas geben. Ich sehe die Risiken deutlich eher darin, dass wir uns zu langsam, als dass wir uns zu schnell bewegen. Das Schnellere ist natürlich auch etwas stärker auf den Seiten der Amerikaner ausgeprägt. Sandra Navidi, wenn wir Sie auch noch, das ist schon wunderbar, da ist sie schon, wenn wir Sie auch noch zurückholen in diese Runde und wenn Sie so auf den europäischen und natürlich im Besonderen auf den deutschen Markt gucken, woran mangelt es Ihrer Meinung nach am meisten und wo würden Sie als erstes ansetzen? Was wäre Ihr Tipp unter dem Motto, das müsste als erstes machen? Wenn es um dieses Thema nachhaltiges Investment geht, privat oder institutionell? Ich glaube, es muss erstmal Klarheit geschaffen werden. An dem Auseinanderliegen der Zahlen, die Herr Rugani genannt hat und die ich zitiert habe vom Research ins Unternehmen Gartner, das waren 85% der Unternehmen, die ESG-Kriterien bei ihren, also Finanzunternehmen, bei ihren Investmententscheidungen einbeziehen. Das zeigt, wie ein schwammiger Begriff das ist. Das bedeutet, ich vermute, ich habe mir die Studie nicht näher angeschaut, aber ich vermute, wenn ein Finanzunternehmen sich auf dem Prospekt schreibt, wir investieren nur und nennt dann 2, 3 Kriterien, dann geht dieser Fonds durch als umweltfreundlich. Ich vermute mal, dass die Zahlen, die Herr Rugani genannt hat, wesentlich strikteres Spektrum von Parametern zugrunde gelegt hat. Und da kommen natürlich dann unterm Strich ganz andere Bewertungen dabei raus. Und das ist eben auch die Frage, und vielleicht dann auch die Aufgabe für die Politik, dass es ist natürlich in der Praxis enorm schwierig, weil die Unternehmen so sehr unterschiedlich sind, aber dass da zumindest zum Beispiel auch für die Finanzindustrie genauere und strengere Kriterien festgelegt werden. Also Klarheit schaffen und in der Finanzindustrie einen möglichst kleinen, wenn auch immer noch großen gemeinsamen Nenner schaffen, der dazu führt, dass es eine gemeinsame Tanzfläche gibt für alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen und sagen kann, okay, das sind klare Kriterien. Wenn Herr Professor Fratscher, wenn Sie das zusammenfassen müssten, vielleicht auch als so eine kleine Wunschliste an die Bundesregierung. Was wäre dann Ihr wichtigstes Takeaway für die nächsten, sagen wir mal, 12 Monate? Macht das im Sinne von? Das Wichtigste ist, die Klimatransformation wird nur gelingen, wenn wir es schaffen, private Institutionen zu mobilisieren. Und deshalb wäre meine wichtigste Empfehlung, einen verlässlichen Rahmenbedingungen zu schaffen für Unternehmen. Wir haben sehr innovative, tolle Unternehmen in Deutschland. Und viele wollen und können auch deshalb gute Rahmenbedingungen schaffen, regulatorische Rahmenbedingungen zu sagen, was heißt das, über die nächsten 10 Jahre Forschung und Entwicklung fördern, deutlich mehr auch öffentliche Investitionen, beispielsweise Ausbau von erneuerbaren Energien. Das ist, was ich mir wünsche, also klare Rahmenbedingungen, die verlässliche Perspektiven für die nächsten 10 Jahre für die Unternehmen aufzeigen. Das ist, was ich mir
in den nächsten 12 Monaten wünschen würde. Also wir haben Klarheit aus den USA, wir haben Klarheit und Verlässlichkeit von der makroökonomisch deutschen Seite. Und Amir Rugani, wie ist das von der unternehmerischen Seite? Was ist für Sie in den nächsten 12 Monaten das, wo Sie sagen, das wäre das Allerwichtigste, wenn wir überhaupt weiterkommen wollen in diesem Bereich Sustainable Investment oder Impact Investment? Ja. Ich will nur mal ganz kurz noch mal ein paar Zahlen zitieren. Wir haben 2015 das Pariser Klimaschutzabkommen abgeschlossen. Seit 2016 bis 2020 sind insgesamt 1,6 Billionen US-Dollar an Unternehmen vergeben worden und 1,1 Billionen zusätzlich noch an Anleihen an über 130 Unternehmen, die in fossilen Projekte investiert haben. Und diese Projekte insgesamt, die sind entweder in Planung oder im Bau, würden 75% des Pariser Budgets schon verbrauchen in den nächsten Jahren. Und ich, für mich ist es schizophren, wenn ich als Unternehmen das mir leisten könnte, auf der einen Seite zu beschließen, ich will mein CO2-Budget einhalten, auf der anderen Seite aber zulasse, dass eine andere Abteilung im Unternehmen dagegen verstößt und im Grunde genommen noch mehr finanziert und anschiebt und investiert. Das heißt, mein Wunsch wäre, regulatorisch ja, die Rahmenbedingungen so zu schaffen. Im Übrigen ist BlackRock ganz weit vorne dabei, ich glaube an der Spitze, und auch deutsche Banken und europäische Banken sind dabei, Investments zu ermöglichen. Und ich würde dafür sorgen, dass regulatorisch das Pariser Klimaschutzabkommen voll in die Finanzierung von Projekten mit berücksichtigt werden muss. Also es kann nicht sein, dass Länder beschließen, ihre CO2-Budgets einzuhalten, auf der anderen Seite aber ermöglichen, aufgrund der Lage ihrer bestehenden Gesetze solche Projekte zu finanzieren bei Finanzinstituten, die in ihren Ländern aktiv sind. Und für mich persönlich wäre es, glaube ich, spannend, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel irgendwo wie die Inzidenzwerte aus der Corona-Pandemie vergleichbar anwenden und sagen, in dem Moment, wo wir aus dem 1,5-Grad-Pfad uns verlassen, greifen automatisch bestimmte Maßnahmen ein, die dazu führen, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien oder andere Technologien, andere Märkte, die notwendig sind, bevorzugt werden und die Abschaltung von fossilen Technologien und Branchen dann beschleunigt vorgenommen werden. Also es kann nicht sein, dass wir sozusagen eine Pandemie das so gut hinkriegen und bei der größten Herausforderung, die wir aktuell haben, da sozusagen jahrelang darüber jetzt diskutieren, bei 2015, ja, alles ist zu teuer, es geht nicht. Also das würde ich mir wünschen, dass wirklich das 1,5-Grad-Ziel die Richtschnur dafür ist, welche Maßnahmen aktiviert werden und damit wir das erreichen. Ja. Ich fasse das nochmal zusammen. Es ist also die Klarheit, es ist die Verlässlichkeit und es ist die 1,5 Grad als einen Parameter zu nutzen, ähnlich wie bei den Corona-Zahlen, der dann einen Umschlagpunkt dafür bringt, dass wir eben eine andere Investitionsentscheidung treffen müssen und nicht nur können, sondern dass es dann entsprechend auch verbindlich wird. Diese Woche ist natürlich rein börsentechnisch und rein finanztechnisch eine sehr spannende. Am Freitag geht der Klimagipfel in Glasgow los. Die G20 treffen sich. Peter Altmaier gibt einen Ausblick auf das letzte Quartal der deutschen Wirtschaft. Und die EZB veröffentlicht auch noch Zahlen. Ich hoffe, dass alles, was wir hier besprochen haben, vielleicht noch einen ganz kleinen Teil dazu beitragen kann, dass all diese wichtigen Dinge diese Woche finanzpolitisch da noch mit Einzug halten. Zu guter Letzt, wie immer beim Lunch and Learn von Team Karin Burger hier auf dieser wunderbaren Plattform, gibt es immer einen Musikwunsch für unsere Gäste. Amir Rugani, Sie sind als Letzter dazugekommen. Was ist Ihr Musikwunsch an den Tom Friedländer? Ich habe das, glaube ich, schon der Karin geschickt gehabt von Sting, Teilweise. Sagen Sie das nochmal, bitte. Was war Ihr Musikwunsch? Sting. Von Sting. Fragile. Ja, genau. Sandra Navidi wünscht sich was? New York. Logischerweise, oder? Das ist keine große Überraschung. Wenn man schon so lange dort lebt und es immer noch liebt, dann ist das ein feiner Wunsch. Und für Professor Fratscher, was darf Tom da spielen? Dire Straits, Money for Nothing. Wunderbar. Dire Straits, Money for Nothing, das ist mir.
Ein wunderschöner Rausschmeißer. Sagen wir, bevor Tom sich ans Piano begibt, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Beiträge. Ich glaube, wir können über dieses Thema gar nicht genug reden, weil wir schlicht und ergreifend noch weit davon entfernt sind, dass morgen im Prinzip kleine mittelständische Unternehmen alles in ihren Management-Teams tun, um wirklich auf diese Art und Weise zu investieren, sich auf den teilweise, wie Sandra Nabili gesagt hat, langen und steinigen Weg der Transparenz zu begeben. Es ist nicht immer einfach, aber es ist enorm wichtig, weil sonst bleibt zwar Money makes the world go round, aber dann wird aus Money aus Round niemals green. Ganz, ganz herzlichen Dank nach New York, ganz, ganz herzlichen Dank nach Berlin und ganz, ganz herzlichen Dank nach München. Oder waren Sie in Bonn, Herr Professor? Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Bonn oder Berlin, eins von beiden. Tom, wenn du zu uns kommen willst, bist du bei mir? Wir sind alle da. Ja, guck mal, Karin hat Blumen für uns. Tom, du bist gleich am Spielen und du bist auch, das freut mich ganz sehr, dass ich das noch anmoderieren darf, nächstes Mal fürs nächste Lunch and Learn bist du unser Host. Der Mitschnitt zu diesem Lunch and Learn, den finden Sie natürlich auf der Plattform von Team Karin Burger. Tom, worum wird es beim nächsten Mal gehen, wenn du der Host bist? Ja, nächstes Mal, am 18.11. treffen wir uns wieder zum Lunch and Learn. Und da geht es um New Work. Das ist ja das Thema, was uns alle groß beschäftigt. Also wie komme ich vom Homeoffice ins Om-Office? Also wir gucken, dass wir schauen mal, was wir mit New Work alles so gestalten können. Dabei sind Professor Dr. Nicole Jekyll, Christian Buchholz ist dabei, Gerrit Danz ist dabei, Thorsten Jekyll ist dabei und natürlich bin ich auch dabei und hoste das Ganze und dann gucken wir mal, was wir am 18.11. so über New Work alles herausfinden können. Da kriegen wir eine wunderbare Mischung aus kreativen Köpfen mit Gerrit Danz und Christian Buchholz und technisch orientierten Köpfen mit Nicole Jekyll und Thorsten Jekyll. Das wird ein sehr, sehr spannendes Lunch and Learn am 18.11. Heute hatten wir natürlich ein sehr langfristig sehr wichtiges Thema, weil in der Tat, wenn wir nicht langfristig nachhaltig investieren, werden wir mal gar nichts mehr zu investieren haben. Und Tom, du hast die entsprechende Abschlussmusik dazu, die Dire Straits, Money for Nothing, New York, New York und Fragile von Sting. In diesem Sinne, Tom spielt noch eine Weile auf Wonderme. Geht's noch zum Networking? Das wäre schön, wenn Sie da bleiben. Und ansonsten bedanken wir vom Team Karin Burger uns ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuhören und freuen uns auf ein nächstes Mal. In diesem Sinne, schönen Nachmittag. Start spreading the news. Oh, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. The blood will flow when flesh and steel are one, dying in the color of the innocent. Tomorrow's rain will wash the stain away, and something in our minds will always stay. It's on and on, the rain will fall like tears from a star, like tears from a star, on and on. Oh, the rain will say, oh, fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. And we got money for nothing and our kids for free. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns jetzt im Wonder, wenn Sie möchten. Im Chat finden Sie den Link dazu. Einen schönen Mittag für Sie noch und einen schönen Tag. Machen Sie es gut.